Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Thema Bezahlkarte für Flüchtlinge hat im letzten halben Jahr immer mehr und mehr an Dynamik in der politischen Diskussion gewonnen. Mit dem Ergebnis, dass die Bundesebene jetzt reagiert hat. Neben der bisher vom Gesetz genehmigten Regelungen, Flüchtlinge entweder mit Sachleistungen oder mit finanziellen Leistungen zu unterstützen, gibt es nun die Bezahlkarte. Warum Bezahlkarte oder besser gefragt, warum gerade jetzt die Bezahlkarte? Hintergrund, und darauf muss natürlich hingewiesen werden, sind sicherlich die Hilferufe der Städte, die nicht mehr ein noch aus wissen bei der Bewältigung der Folgen der Masseneinwanderung. Der Bund hat zwar hier einen ersten Schritt getan, aber wenn man in andere Länder schaut, beispielsweise Dänemark, Schweden oder Großbritannien, hat man dort schon ganz anders reagiert. Für die Stadt Essen wie auch für die anderen Städte in Deutschland ist es absehbar, dass die Forderung nach mehr Schulen, nach mehr Kitas, nach mehr Arbeitsplätzen, nach der Gesundheitsversorgung und auch für das dafür erforderliche Personal in der Menge nicht auf Dauer bereitgestellt werden kann. Personell wie finanziell sind die Städte zwischenzeitlich völlig überfordert. Ein Beispiel: Wir stimmen heute unter Top 38 über Schulneubaumaßnahmen ab. Dem werden wir sicherlich auch zustimmen. Aber die Erweiterung von Schulen und die Schulneubauten mit größerer Kapazität stehen natürlich, und das kann man nicht anders sagen, in einem direkten Zusammenhang mit der Zuwanderung. Und der Schulbereich ist ja nur einer, der die Städte finanziell belastet. Von der Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge erhofft man sich jetzt, die Attraktivität der Zuwanderung zu verringern und somit auch die Zahl der Migranten zu verringern. Für die AfD selber ist die Grenzkontrolle an den deutschen Außengrenzen im Grunde genommen das wichtigste und wirksamste Instrument, die Einwanderung zu kontrollieren und in dem Maße zu verhindern. Die Einführung einer Bezahlkarte, der wir natürlich zustimmen, sehen wir hier als einen ersten Schritt an. Aber bevor man die Einführung der Karte beschließt, ist es sinnvoll, eine entsprechende Umsetzungsstrategie zu entwickeln, in der die verwaltungstechnischen Abläufe sowie die finanziellen und personellen Bedarfe dargestellt werden. Und genau das ist der Inhalt unseres Antrags, den wir hier vorlegen, ausgerichtet natürlich auf eine spätere Einführung. Oberbürgermeister Kufen hat bereits vor nicht allzu langer Zeit einen eigenen Essener Weg zur Einführung der Bezahlkarte angesprochen. Und das dürfte sicherlich auch der sinnvollste Weg sein, denn auf das Land zu warten, dürfte eine langwierige Geschichte sein. Wir sehen da keine große Hoffnung drin. Nach unserer Auffassung ist auch eine Kommune mit ihrer Vororterfahrung beim Thema Flüchtlinge ohnehin die geeignetere Instanz im Vergleich zum Land, wenn es um die praktische Umsetzung bei diesem Thema geht. Essen könnte auch hier, wie auch schon in anderen Projekten, wieder eine Vorreiterrolle übernehmen. Falsch wäre es nach unserer Meinung, so lange zu warten, bis andere Städte genauso entscheiden würden oder eine landesweite Lösung vorlegt. Man mag sich nicht vorstellen, wie lange dieser Prozess dauern könnte. Und erfahrungsgemäß orientieren sich Nachahmer meistens an dem, was andere bereits vorher erarbeitet haben, insbesondere dann, wenn die Sache auch gut gemacht ist. Zuletzt möchte ich noch auf den offenen Brief eingehen, der hier in den letzten Tagen von einigen Leuten und einigen Gruppen unterschrieben worden ist und in die Öffentlichkeit gebracht worden ist und eben diese Bezahlkarte nicht möchte. Die AfD lehnt den Inhalt dieses Briefes ab. Er ist nach unserer Auffassung zum einen sachlich falsch, weil die materielle Leistung der Unterstützung, um die es hier geht, durch eine Karte, eine Bezahlkarte, ja nicht geändert wird. Und zum anderen machen sich die Unterzeichner offensichtlich nicht die geringsten Gedanken darüber, wie eine Stadt den permanent steigenden finanziellen und personellen Bedarf stemmen soll. Und es ist nicht damit getan, immer nur neue soziale Forderungen zu stellen. Meine Damen und Herren, wir betrachten die Einführung der Bezahlkarte als eine Möglichkeit, unsere Stadt zu entlasten und bitten um Ihre Zustimmung.